So, jetzt kommen wir zu einem Thema Geldsystem und Plan B. Da möchte uns die Susan etwas zu sagen. Ja, hallo. Ich freue mich seit langer Zeit endlich mal wieder hier sein zu können. Ich freue mich auch ganz besonders darüber, dass es weitaus mehr Leute sind als noch vor 3 Wochen. Ganz großartig. Und zu dem Thema, was Angela gerade noch zum Schluss gesagt hat, zu dieser abartigen Landwirtschaft, wie sie heutzutage betrieben wird, würde ich gerne einen Film empfehlen. Und zwar gibt es bei YouTube den Film Good Food, Bad Food in voller Länge. Und der beleuchtet die ganzen Folgen dieses Hybrid-Saatgutes, der chemischen Düngemittel und des Pestizideinsatzes auf der ganzen Welt. Da werden Interviews geführt mit Bauern aus Indien und auf der ganzen Welt. Also dieser Film öffnet wirklich auch die Augen und zeigt uns, dass diese Form der Landwirtschaft auf Dauer nicht mehr tragbar ist für unseren Planeten. Warum ich eigentlich heute hier stehe, ist, dass ich neulich bei meinem Selbststudium über etwas gestolpert bin, was mich sehr erfreut hat, endlich mal wieder, was Hoffnung macht für die Zukunft. Und da habe ich jetzt mal einen Teil zusammengetragen und versucht, es kurz zu fassen, um euch das vorzustellen für die Leute, die davon noch nichts gehört haben. Und würde euch das ja einfach mal vortragen, in der Hoffnung, der kleine Mann schläft und lässt mich 10 Minuten reden. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe eine Vermögenssteuer. Diese Vermögenssteuer sei gestaffelt nach Vermögen und zwar so, dass jemand, der 2 Millionen Euro hat, mehr Einnahmen aus dieser Steuer bekommt, als jemand, der nur 1 Million Euro besitzt. Auf der anderen Seite müssten all diejenigen, die kein Vermögen haben, jedes Jahr 10.000 Euro Vermögenssteuer bezahlen. Man kann davon ausgehen, dass jemand, der sich öffentlich zu einer derartigen Vermögenssteuer bekennen würde, eher keinen besonders großen Rückhalt in der Gesellschaft erfahren würde. Es sei denn, man würde diese Vermögenssteuer sehr unauffällig gestalten und sie in einen Mechanismus verbergen, den kaum jemand durchschaut. Genau solch einem Mechanismus unterliegen wir schon lange, nur nennen wir ihn nicht Vermögenssteuer, sondern Geldsystem. Jenseits aller steuerpolitischen Überlegungen ist genau dieser Effekt fest in unser Geldsystem eingebaut. Dieses erzeugt allein aufgrund seiner Struktur, die einst willkürlich festgelegt wurde, einen gewaltigen, ständig wachsenden Finanzstrom von fleißig nach reich. Diese Transferleistung ist eine Folge des verzinsten Geldsystems und der Art und Weise, wie Geld entsteht und in Umlauf gebracht wird. Der Zinsanteil, der sich in unseren Lebenshaltungskosten verbirgt, liegt heute bei rund 40%. Dies mag auf den ersten Blick hochgegriffen klingen, doch unabhängig von verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese Größenordnung ergaben, kann man dies auch leicht mit eigenen Überlegungen nachvollziehen. Allein die monatliche Miete besteht fast nur aus Zinsen. Aber auch in den Steuern und Abgaben sind Zinsen enthalten. Sie erhöhen auch alle Preise, da jeder, der an der Wertschöpfungskette beteiligt ist, seine Zinskosten in die Endpreise einfließen lassen muss, was wiederum alle Produkte verteuert. Ein durchschnittlicher Haushalt gibt jährlich 25.000 Euro für seinen Lebensunterhalt aus und bezahlt somit Jahr für Jahr rund 10.000 Euro Zinsen, sofern er auf der anderen Seite keine Zinseinnahmen erhält. Verfügt der Haushalt allerdings über ein rentabel angelegtes Vermögen in Höhe von etwa 0,5 bis 1 Million Euro, dann fließen ihm Kapitalerträge zu, aus denen er seinen Zinsdienst ohne Arbeit bestreiten kann. Hat ein Haushalt jedoch kein Vermögen, so muss er unterm Strich Zinsen bezahlen, auch wenn er eigentlich gar nicht verschuldet ist. Je weiter man sich unterhalb der kritischen Kapitalschwelle befindet, desto mehr zahlt man als Nettozahler in das Zinssystem ein. Wobei die Frage, ob man Schulden hat oder nicht, lediglich die Höhe dieser Einzahlung beeinflusst. Je weiter man jedoch oberhalb der kritischen Vermögensschwelle lebt, desto mehr arbeitsloses Zinseinkommen erhält man als Nettozinsempfänger. Die Zuflüsse aus diesem Finanztransfer wachsen in Abhängigkeit vom eigenen Vermögen, sodass man beispielsweise dann, wenn dieses bei 1 Milliarde Euro liegt, eine Transferleistung im Gegenwert von 50 Eigenheimen pro Jahr erhält, die von anderen errichtet werden müssen, ohne sie selbst nutzen zu können. Garantiert wird dieser Anspruch auf ein solches leistungsloses Einkommen durch den im jeweiligen Land zuständigen Staatsapparat, der die Ansprüche und Pflichten des Finanzsystems gegen die Landesbewohner durchsetzt.
Der Staat ist hierbei also nicht Gestalter, sondern Handlanger des Systems. Jeder Staatsbedienstete sollte sich dieser Aufgabe, die er erfüllt, bewusst sein und die Frage stellen, von wem die Staatsgewalt eigentlich tatsächlich ausgeht. Geht sie gemäß Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 vom Volke aus oder im Widerspruch dazu von den Einflüssen dieses Finanzsystems? Berechnet man den gesamten jährlichen Kapitalstrom, der auf diese Weise allein im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung von fleißig nach reich transferiert wird, dann kommt man auf eine Größenordnung, die sogar den Bundeshaushalt übertrifft. Wenn 40 Millionen Haushalte bei durchschnittlichen Lebenserhaltungskosten von 25.000 Euro pro Jahr die jeweiligen 10.000 Euro Zinsen in das Geldsystem einzahlen, dann haben wir hier eine signifikante Größenordnung von 400 Milliarden Euro pro Jahr, über die man einmal sprechen sollte, anstatt sie für selbstverständlich hinzunehmen. Nun wird plötzlich klar, wie leicht man nach Abschaltung dieses Umverteilungssystems einiges finanzieren könnte, wie die Abschaffung aller Steuern bei gleichzeitiger Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dank der dann wegfallenden Steuerbürokratie ergebe sich sogar weniger Arbeit für alle bei gleichzeitig höherem Wohlstand. Unser bisheriges Geldsystem vermag die Funktion des permanenten Finanztransfers nach oben kaum noch zu erfüllen, denn die Umverteilung hat mittlerweile Ausmaße erreicht, die sich mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht mehr aufrechterhalten lassen. Nun zieht man den Strick um den Hals der Steuerzahler immer enger und beseitigt ganz nebenbei den Rechtsstaat um das Leben. Dieses auf lange Sicht mathematisch ohnehin zum Scheitern verurteilte System noch so lange wie möglich zu verlängern. Alternativlos ist das allerdings nur in den Augen derer, die ihre Privilegien der Tatsache verdanken, dass sie die Systemfrage niemals öffentlich stellen. Die Politikdarsteller aller Systemparteien sehen den einzigen Ausweg in immer mehr Wirtschaftswachstum, mit dem die grenzenlos wachsende Verschuldung durch immer mehr reale Werte unterlegt werden soll. Dies geschieht ohne Rücksicht auf die Folgen für uns, für unsere Umwelt und die nachfolgenden Generationen. Stellt man sich nun einmal vor, dieses System bricht tatsächlich in Kürze komplett zusammen. Was kommt dann? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die etablierten Eliten nach dem Neustart mit demselben System einfach wieder von vorn beginnen, welches dann nach 2 bis 3 Generationen erneut in sich zusammenbricht. Wir stehen also heute an einem historischen Scheideweg. Wir haben es in der Hand, bei dem bevorstehenden Crash die Weichen zu stellen für eine tatsächliche Neuordnung. Wie diese Neuordnung aussehen könnte und mit welchen Mitteln und Wegen wir dorthin gelangen, ist Thema des Plan B der Wissensmanufaktur. Das Denkmodell des Plan B wurde von Andreas Popp und Rico Albrecht erarbeitet. Es könnte das bestehende System revolutionieren und zu einer tatsächlichen Neuordnung führen, in der das Geld endlich wieder dem Menschen dient und nicht mehr länger der Mensch dem Geldsystem. Wer die tatsächliche Neuordnung verstehen will, benötigt eine große Vorstellungskraft, denn dazu muss man sich zuerst von den Grenzen des heutigen Systems und dem daraus resultierenden möglicherweise vorhandenen Denkkorsett befreien. Ziel des Plan B ist es, ein nachhaltiges Gesamtsystem zu definieren und dieses auch tatsächlich einzuführen. Es besteht aus den Bausteinen fließendes Geld, soziales Bodenrecht, bedingungsloses Grundeinkommen und freie Presse. Diese 4 Bausteine darf man sich jedoch nicht im Kontext heutiger Rahmenbedingungen vorstellen, denn einzeln in das heutige Finanz- und Wirtschaftssystem integriert, werden diese Bausteine völlig zu Recht als nicht realisierbar bezeichnet. Die sinnvolle Kombination der einzelnen Elemente könnte jedoch zu einer Neuordnung führen, die jenseits von Gewinnmaximierung und Wachstumswahn liegt. Der erste Baustein ist das fließende Geld. Dieses soll in erster Linie gemeinnützig und umverteilungsneutral sein. Es soll dadurch gewährleistet werden, dass es anstelle von Zinsen eine andere Umlaufsicherung in Form einer Fließgebühr gibt. Die Erträge aus dem Betrieb dieses Systems würden dann der Allgemeinheit zufließen, sie von Steuern entlasten und darüber hinaus ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ermöglichen. Applaus
das unglaubliche Privileg, dass private Institutionen Geld selbst herstellen und gegen Zins verleihen dürfen, würde durch das fließende Geld beendet werden. Das Geldschöpfungsmonopol soll daher sozialisiert und die in Umlauf gebrachte Geldmenge von der Zinsbelastung befreit werden. Hierfür soll eine dem Volk verpflichtete, gemeinnützige Zentralbank die Geldhoheit erhalten, welche ausschließlich die Interessen der Menschheit im Staat zu vertreten hat und nicht mehr die eines privilegierten privaten Bankensystems. Die Umlaufsicherung soll bewirken, dass Geld auch ohne Zinsen ständig im Umlauf bleibt. Einer Umlaufgebühr kann man demnach leicht entgehen, wenn man sein Geld im Fluss hält, es also verleiht. Die Gebühr wird ähnlich einer Parkgebühr nur dann fällig werden, wenn jemand den Geldfluss behindert, indem er große Mengen der Realökonomie vorenthält. Diese Umstellung des bestehenden Zinses auf eine Umlaufgebühr ist die entscheidende Grundlage aller nachhaltigen Finanzsysteme, unabhängig von der Ausgestaltung diverser Details, denn sie würde eine Befreiung von der verhängnisvollen Exponentialfunktion bewirken, die aus dem zinsbehafteten Schuldgeldschöpfung resultiert. Sobald die Erträge aus dem Betrieb des Geldsystems der Allgemeinheit zufließen würden, anstatt einem privaten Geldmonopol, ergeben sich Möglichkeiten der Finanzierung öffentlicher Aufgaben, die heute nahezu unvorstellbar sind. Was bleibt, wäre die Gefahr, dass hohe Vermögen spekulativ in Boden angelegt werden würden, was den Preis dieser begrenzten und allen Menschen gleichermaßen zustehenden Ressource in unbezahlbare Höhe treiben könnte. Würde man das fließende Geld isoliert unter heutigen Rahmenbedingungen einführen, dann bestünde diese Gefahr tatsächlich. Gelöst werden soll dieses Problem durch die gleichzeitige Einführung eines sozialen Bodenrechts. Die dabei geforderte komplette Erneuerung des existierenden römischen Bodenrechts ist dabei ein sehr heikles Thema, da manche Menschen sofort interpretieren wollen, man würde ihnen ihr Eigentum streitig machen. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass es in Anbetracht des bestehenden Systems keinen schuldenfreien Grund und Boden gibt, denn wer über einen längeren Zeitraum seine Grundsteuer nicht bezahlt, bekommt unumgänglich auf lange Sicht sein Grundstück zwangsenteignet. Diese Art von Grundsteuer wird offenbar als gottgegeben hingenommen. Das soziale Bodenrecht, das Plan B, sieht ebenfalls eine Art Grundsteuer vor. Diese soll allerdings nicht wie heute über das verzinste Geldsystem nach oben verteilt werden, sondern denjenigen Menschen als Entschädigung zufließen, die kein Grundstück nutzen. Sozial ist, was Arbeit schafft. So oder ähnlich versucht uns die Parteipropaganda mit ihren niveaulosen Wahlplakaten einzufangen. Unterstellt wird bei einer solchen Aussage, man hätte das größte Glück der Erde erreicht, wenn man den ganzen Tag lang arbeiten darf. Die Grundlage dieser Aussage liegt dem Dogma zugrunde, welches wir schon seit frühester Kindheit eingeimpft bekamen. Wer Geld verdienen will, der muss auch arbeiten. Ja! 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 Man sollte sich doch einmal fragen, warum es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang nur schuften und niemals auf einen grünen Zweig kommen, während andere Personen niemals gearbeitet haben und immer in Saus und Braus leben können. Ja! Arbeit und Einkommen werden in der veröffentlichten Darstellung fälschlicherweise untrennbar miteinander verknüpft. Erben reicher Familiendynastien haben bekanntlicherweise ungleich bessere Chancen auf ein sorgenfreies Leben als die Kinder von Eltern, die in der x-ten Generation nur durch Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Es geht dabei auf keinen Fall um die Anklage der Erben, die systembedingt völlig rechtens ihr Leben ohne Arbeit verbringen. Trotzdem muss man an dieser Stelle auch einmal das System an sich auf Gerechtigkeit überprüfen. Vorhandenen Reichtum aufzuzehren, ist eine legitime Angelegenheit. Eine ganz andere Sache ist jedoch der permanente Vermögensstrom von der arbeitenden Bevölkerung zu den reichen Arbeitslosen, der heute systembedingt stattfindet und immer stärker wird. Die Menschen wollen in erster Linie keine Arbeit, sie wollen ein Einkommen. Aus Angst vor Arbeitslosigkeit sind deshalb mittlerweile extrem viele Einkommensplätze entstanden, die keinen Sinn machen, ganz im Gegenteil. Solche destruktiven Jobs könnte man im neuen System einfach abschaffen, weil darin das Anrecht der betroffenen Menschen auf eine Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand auch dann erhalten bliebe, wenn ihre Arbeit entbehrlich wird.
Die tatsächliche Neuordnung des Plan B beinhaltet ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches nicht als Sozialleistung gemeint ist. Es ist ein kollektiver Anspruch auf Werte, die von vorherigen Generationen geschaffen wurden und von denen alle partizipieren sollen. Der Einwand, dass dann keiner mehr arbeiten wollen würde, kann dadurch entkräftet werden, dass es sich nicht um ein bedingungsloses Spitzeneinkommen handelt, sondern um das Grundeinkommen in einer Höhe, welches bemessen werden soll danach, dass niemand mehr zur Arbeit gezwungen sein wird. Wer also innerlich bereits gekündigt hat, könnte das dann auch äußerlich tun. Und vor allem Mütter, die eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft erfüllen, könnten dann, wenn sie es wollten, bei den Kindern bleiben und wären nicht länger gezwungen, entgegen der Natur und ihrer persönlichen Empfindung, ihre Kinder viel zu früh in fremde Obhut zu geben. Da der Mensch von Natur aus ehrgeizig ist, kann man auch davon ausgehen, dass viele weiterhin einer Beschäftigung nachgehen wollen würden, auch ohne Zwang. Auch die Kreativität der Menschen würde stark ansteigen können, wenn die heutigen Existenzängste verschwinden. Die Frage, wer dann doch noch die ganze harte Arbeit machen möchte, könnte dadurch beantwortet werden, dass solche Tätigkeiten dann endlich höher bezahlt werden und allein dadurch das Ansehen erreichen würden, welches sie verdienen. Schließlich ist es überhaupt nicht einzusehen, dass beispielsweise eine Krankenschwester oder ein Ingenieur weniger verdienen und weniger Ansehen bekommen, als jemand, der im Glaspalast sitzt und sich durch Lug und Trug an seinen Mitmenschen bereichert. Die Herstellung einer unabhängigen und freien Presse hat vielleicht auf den ersten Blick wenig mit einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem zu tun. Sie ist jedoch eine unverzichtbare Grundlage hierfür. Solange die Meinungshoheit bei denen liegt, die über das meiste Kapital verfügen, wird deren Interesse an einem leistungslosen Kapitalzufluss erneut mit Hilfe dieses Machtinstrumentes durchgesetzt werden. Zur dauerhaften Sicherung eines zinsfreien Geldsystems ist daher eine Gewaltenteilung zwischen Medien und Kapital unabdingbar. Die Kombination der vier Bausteine könnte eine tatsächliche Neuordnung schaffen, die uns die Abschaffung aller Steuern, ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine erhebliche Reduktion unserer Arbeitszeit ermöglichen würde. Man könnte es sich dann leisten, alle Steuerberater und Finanzbeamten sowie alle anderen Menschen, die sich heute mit der sinnlosen Verwaltung eines unnötigen Steuersystems beschäftigen müssen, mindestens in gleicher Höhe wie bisher weiterhin bezahlen. Selbst wenn all diese Menschen in bezahlten Dauerurlaub geschickt werden würden, würde sich die Menge an Waren und Dienstleistungen, die unsere Volkswirtschaft erzeugt, nicht reduzieren, sondern im Gegenteil womöglich sogar steigen. Da auch der produktive Anteil der Bevölkerung durch den Wegfall der unnötigen Formalitäten entlastet und in seiner eigentlichen Arbeit nicht länger behindert werden würde. Die produktiv arbeitenden Menschen versorgen den unproduktiven und trotzdem hart arbeitenden Teil der Gesellschaft auch heute schon mit Waren und Dienstleistungen. Und diejenigen, die tagtäglich sinnlose Formulare wälzen müssen, haben meist ohnehin keinen Spaß an ihrer nutzlosen Arbeit. Sie können es dann in ihrer Freizeit, wenn sie denn unbedingt eine Beschäftigung brauchen, mit produktiver Arbeit versuchen und damit die wirklich werktätigen Menschen entlasten, die es unter den neuen Rahmenbedingungen begrüßen würden, wenn ihnen jemand die Arbeit abnimmt. Die tatsächliche Neuordnung würde Arbeitslosigkeit erstmals in der Geschichte ganz neu definieren, nämlich nicht als Katastrophe, sondern als Errungenschaft, die von uns allen angestrebt wird. Weniger Arbeit bei mehr Wohlstand, Beendigung des Wachstumswahns und ein Leben in Einklang mit unseren Mitmenschen auf diesem begrenzten Planeten sind die realistische Alternative für das Zeitalter nach dem Kapitalismus, das man in einer tatsächlichen Neuordnung als das Zeitalter des Humanismus bezeichnen werden wird. Also ich möchte in diesem Zusammenhang Rico Albrecht und Andreas Popp dafür danken, für diese hellen Köpfe, die sich in unserem Interesse mit solchen Dingen auseinandersetzen und versuchen, Lösungen zu schaffen.
Und das Gute ist, dass die auch nicht nur das theoretische Modell erschaffen haben, sondern auch dabei sind, dieses in die Tat umzusetzen. Ich möchte dabei nochmal auf diese Verleihkisten zu sprechen kommen. Da habe ich die PDF-Dokumente ausgedruckt reingelegt. Wer die mal mitnehmen möchte und ausführlich lesen möchte, weil das hier war nur eine kurze Zusammenfassung. Und es braucht sicherlich auch ein bisschen tiefgründigere Recherche, um das System richtig zu verstehen. Der kann sich das gerne mitnehmen, auch die Filme, die da drin sind. Ansonsten kann man das auf der Wissensmanufaktur-Seite überall nachlesen. Auch bei YouTube gibt es unter dem Stichwort Plan B, Rico Albrecht, etliche Vorträge, die mitgefilmt wurden auf diversen Veranstaltungen. Und ich möchte hier nochmal ganz besonders dem Ronny danken. Er ist, glaube ich, heute nicht hier, oder, Ronny? Nein, er ist nicht hier. Der vor einigen Wochen meinem Aufruf gefolgt ist und auch Bücher, DVDs und Hörbücher hier zur Verfügung gestellt hat für den kostenlosen Verleih, sodass mir diese Sache quasi zugetragen wurde. Und die Wissensmanufakturseite war eine von vielen, die oben in meinem Reiter immer offen sind und die ich mir angucken wollte, aber nicht weiß, was ich zuerst mir durchlesen soll. Und dann habe ich endlich diese DVD gefunden und hat jetzt endlich den Zugang zu diesen endlosen Weiten der Wissensmanufaktur. Vielen Dank. Ja, danke, Susan.